Hallo. Ja, vielen Dank für diese vielen tollen Fragen. Ich freue mich darauf, die jetzt zu beantworten. Und gleich die erste lautet: Wie sind Sie zu In aller Freundschaft gekommen? Also, das war so: Vor 2,5 Jahren bekam meine Agentur einen Anruf für ein Casting. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil ich schon lange auf so meiner internen, inneren Wunschliste die Rolle einer Ärztin hatte. Und dann bin ich da hingegangen. Und da waren die Kolleginnen Anja Nejari und Andrea Katrin Löwig zum Anspielen. Und dann haben wir, glaube ich, ein oder zwei Szenen zusammengespielt. Das Casting war in Berlin. Und das hat mir große Freude gemacht. Und dann ist es so wie immer bei der Schauspielerei, man wartet dann mehr oder weniger lange und dann kriegt man irgendwann die Zusage oder die Absage. Und bei mir war es die Zusage. So war das. Sascha fragt: Was gefällt Ihnen an Ihrer Rolle am besten? Der weiße Kittel und diese Augenleuchte hier. Die finde ich ganz toll. Jacqueline fragt: Was machen Sie nach Drehschluss? Und waren Sie schon mal selber im Krankenhaus? Ja, also nach Drehschluss, die Drehtage sind oft sehr, sehr lang, liege ich eigentlich nur noch auf dem Hotelbett rum. Schaue auch manchmal fern. Zum Lesen bin ich häufig zu müde, obwohl ich sonst wahnsinnig gerne lese. Und manchmal gehe ich mit netten Kollegen auch noch irgendwie was trinken oder mit Leuten aus dem Team. Und ich gehe, wenn ich nicht zu erschöpft bin und der Tag zu lang war, auch super gerne ins Kino. Ich finde Leipzig, wo wir ja drehen, hat ganz tolle Kinos. Das mache ich nach Drehschluss. Und waren Sie schon mal selber im Krankenhaus? Ja, ich war im Krankenhaus, als ich meine beiden Söhne auf die Welt gebracht habe. Und ich war im Krankenhaus, als ich mal vor einigen Jahren bei Dreharbeiten durch einen Reitunfall ja, also die Nase war gebrochen und der Rücken war irgendwie schwer beschädigt und da war ich auch im Krankenhaus. Das sind so die 3 Male. Zum Glück. Kippi fragt: Sind Sie im echten Leben auch so eine geradlinige, strukturierte und zugleich ruhige und gewissenhafte Persönlichkeit? Die Rolle zeugt von Selbstdisziplin, Intelligenz und Sie sind dabei immer leicht zurückhaltend, aber auch fürsorglich. Das schätze ich als Kombination sehr und ich würde gerne wissen, ob das nur gespielt ist oder mehr dahinter steckt. Gradlinig, ja. Strukturiert. Die einen würden so sagen, die anderen so. Ruhig kann ich sein, aber grundsätzlich bin ich eher ein bisschen temperamentvoller. Gewissenhaft, ja. Und ja, ich schätze ich schließe mich da Kippi an, ich schätze das auch an der Rolle der Dr. Weber sehr, diese Selbstdisziplin und ihre Intelligenz und auch die Empathie, die ist ganz wichtig, was Kippi ja als fürsorglich bezeichnet. Ja, so. Franziska fragt: Warum wollten Sie Schauspielerin werden? Liebe Franziska, ich wollte überhaupt nicht Schauspielerin werden. Ich wollte, als ich klein war, Ballerina werden. Eisverkäuferin, Fleischfachverkäuferin und dann eigentlich Opernsängerin ab meinem 13. Lebensjahr. Und in der Abiturzeit tatsächlich habe ich auch mal überlegt, ob ich Ärztin werde. Aber Schauspielerin wollte ich nie werden. Es ist dann irgendwie anders gekommen, aber ich habe ja auch nie eine Schule besucht. Insofern, ja, so war das. Katharina fragt: Was wollten Sie als Kind werden? Gut, das habe ich ja gerade gesagt. Also Ballerina, Eisverkäuferin, Dompteurin fand ich auch mal toll, nachdem ich 3 Mal im Zirkus gewesen war. Aber das sind so die Sachen, an die ich mich jetzt erinnere. Und Katharina fragt auch noch: Was für eine Rolle würden Sie gerne mal spielen? Also jetzt, wo ich ja die Ärztin spiele, was mich echt freut. Die Nonne habe ich auch schon gespielt, die war auch so auf meiner inneren Liste. Jetzt hätte ich große Lust auf eine Bäuerin. Ich lebe ja auch auf dem Bauernhof. Also so richtig, somit habe ich schon mal gemacht, aber jetzt nochmal. So mit richtig. Oder so eine Tierärztin oder so. Also wo man auch richtig zeigen kann, dass man sich traut, bestimmte Dinge auch zu tun und davor nicht zurückschreckt, irgendwie, ja, ein Kalb zu entbinden oder eine Gans zu rupfen oder sowas. Und auch gerne historisch. Da hätte ich große Lust drauf. Und dann fragt Katharina noch: Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Drehtag bei In aller Freundschaft? Ja,
Ich bin ja hier eingestiegen, nicht als Ärztin, was ich auch sehr spannend fand, sondern erstmal als Mutter in einer dramatischen Ausnahmesituation, weil doch mein Sohn einen schweren Autounfall hatte und ja, ich ihn dann hier im Krankenhaus besucht habe. Und eine dieser Szenen, glaube ich, haben wir auch am ersten Drehtag gedreht. Und woran ich mich aber auf jeden Fall noch ganz stark erinnere, ist die erste Operation, die ich dann irgendwann drehen musste, nachdem ich hier Ärztin geworden war. Weil das war echt. Puh. Dann dieser Mundschutz, diese Haube. Dann hatte ich noch eine Lupenbrille, hatte mir drunter was Warmes gezogen unter meinen kurzarmgrünes OP-Dings, weil ich dachte, es ist bestimmt kalt. Nicht bedenkend, dass ja dann noch dieser Kittel darüber kommt. Die Handschuhe. Dann hatte ich einen recht schwierigen medizinischen Text. Und was ich ja auch so irre toll finde hier, dass das OP-Personal, das sind ja echte Krankenhausleute, die kommen gerade meistens noch von der Schicht, haben am Vormittag noch an einem echten OP-Tisch gestanden und kommen dann am Nachmittag zum Beispiel, wenn wir die OP-Szenen drehen, zu uns. Und ich hatte eine echt taffe, ziemlich strenge, die hat mir immer das OP-Besteck da in die Hand geknallt und gesagt, nee, das ist völlig falsch, wie sieht es da halten, so sieht nicht echt aus und das muss man so und es war mir Wahnsinn. Und dann irgendwann dachte ich, jetzt falle ich gleich um. Und ich hatte die Szene mit Bernhard Bettermann und Dr. Stein und ich sag so leise zu ihm, Bernhard, ich glaube, mir wird schwindelig. Und er sagte, okay, Annette, setz die Brille ab, du darfst da auch nicht so durchgucken und atme und es wird alles gut und so. Ah, ich glaube, das war mit das Anstrengendste, was ich in dieser ganzen Schauspielerzeit so erlebt habe. Weil man will es ja dann auch gut machen, aber ich war irgendwie komplett überfordert. Aber ja, ich habe mich ganz gut dran gewöhnt. Nur an diese, dass ich nicht genug Luft kriege, das finde ich bis heute schwierig. Also echt Chapeau an die Operateure der Welt, wie die das dann schaffen, stundenlang so zu stehen. Das habe ich aber sehr ausführlich geantwortet. So, Sigrid fragt, wie haben Sie sich auf die Geschichte respektive den Dreh bezüglich des Hirntumors in Klammern hervorragend und authentisch dargestellt vorbereitet? Also erstmal vielen Dank, liebe Sigrid. Freut mich, dass meine Darstellung da als authentisch rübergekommen ist. Wie habe ich mich da vorbereitet? Naja, ich habe das Drehbuch aufmerksam gelesen. Also bei mir geht immer ganz viel über Text. Ich tauche jetzt nicht so stark ein und ich habe natürlich Gespräche geführt über mit den medizinischen Beratern viel. Also mir war es immer wichtig, dass das, was geschrieben ist, auch medizinisch stimmt. So, und habe mir da auch Unterstützung geholt, um zu fragen, wie geht es einem dann in diesem Zustand, auch danach, ne, mit diesem Gedächtnisverlust und wenn ich das so mache. Also ich bitte dann immer auch um Unterstützung und dass die Leute, wenn wir das drehen, auch wenn ihnen was auffällt, natürlich sofort kommen und sagen, kannst du noch ein bisschen besser machen. Also dass es eben wirklich eine Teamarbeit ist, finde ich ganz toll und wichtig. Und das hat gut funktioniert. Jan fragt, was finden Sie an der Rolle und dem Team so gut? Naja, an der Rolle, habe ich ja schon gesagt, also überhaupt, dass ich das eben. Ja, dass es mir Freude macht, eine Ärztin zu spielen und dann diese Empathie, die Dr. Weber hat und dass sie auch, ja, dass es mit ihr irgendwie nicht langweilig wird, weil sie auch manchmal ein bisschen abseitige Ideen hat und eigentlich eine lustige Person ist, die gerne lebt. Das finde ich schön. Und das Team ist einfach klasse. Es sind auch viele lustige Leute, die gerne leben. Und insofern haben wir während der Arbeit und auch nach der Arbeit echt viel Spaß und Freude. Und ich bin gerne in Leipzig. Ich finde, Leipzig ist eine spannende Stadt, gibt es viel Kultur, mir gefällt das Stadtbild, Leute sind nett. Also ich komme hier echt gerne her. Pema Ton möchte wissen, waren Sie schon mal als Gastrolle bei IHF? Nö, war ich nicht. Barbara fragt, was macht mehr Spaß, als Ärztin oder bei Kommissario Brunetti zu spielen? Kann ich so nicht sagen. Wir Schauspieler haben ja immer Freude daran, eben gerade in diese verschiedenen Charaktere zu schlüpfen. Insofern, das zu vergleichen, das kann ich irgendwie gar nicht. Es macht beides große Freude und ich bin glücklich, dass ich beides habe und es gibt ja dann noch andere Faktoren am Beruf, die Spaß machen. Ich mache viel Lesungen. Also mir gefällt eigentlich diese ganze Bandbreite, diese Vielfalt. Das ist genau das, was ich an dem Beruf so gerne mache.
Dann möchte jemand wissen, wie gut verstehen Sie sich mit Julian Weigand und wie schwer fallen Ihnen die Kussszenen? Also wir verstehen uns super. Julian und ich, wir haben schon 2001 einen sehr schönen Film zusammen gedreht und kennen uns also schon eine ganze Weile. Und die Kussszenen, die fallen überhaupt nicht schwer. Ganz und gar nicht. Franziska möchte wissen, was würden Sie sich in Zukunft für Maria Weber wünschen? Soll sie lieber mit Martin oder mit Kai zusammenkommen? Was würden Sie sich denn wünschen, Franziska? Das beantworte ich nicht. Da verrate ich zu viel. Das wäre doch total schade. Marlene fragt, haben Sie mit der Zeit ein kleines medizinisches Wissen angesammelt? Und finden Sie die Fälle, die Sie in Ihrer Rolle behandeln, auch persönlich interessant? Oder haben Sie überhaupt nichts für Medizin übrig? Naja, wie ich schon sagte, also ich habe total viel für Medizin übrig. Ich habe das ja tatsächlich mal erwogen. Ich finde, das ist ein toller Beruf, weil man eben den Menschen helfen kann und auch in hoffnungslosen Situationen sie aufbauen kann und einfach gute Dinge tun. Sehr enorm wichtig. Ja, ein kleines medizinisches Wissen, aber nur so für mich. Also ich könnte jetzt nicht, ich würde auch nicht, also ich neige jetzt nicht dazu, wenn jetzt irgendwie im Zug oder im Flieger der Durchruf kommt, ist ein Arzt an Bord, dann die Hand zu heben und zu sagen, ja, ich könnte da theoretisch, nein, das nicht. Dann gibt es noch eine Frage. Haben Sie irgendwann auch einen eigenen Instagram-Kanal? Nee, ich glaube nicht. Finde ich irgendwie nicht so wichtig. Ist nicht so mein... Ich bin gerne eher so analog unterwegs, so von Mensch zu Mensch. Ich bediene diese ganzen Portale nicht so gerne. Mir fehlt dafür auch die Zeit oder die Lust. Ich habe immer andere Dinge zu tun, die ich... ja, wichtiger und schöner erachte, als da irgendwie Fotos von mir reinzustellen und ständig darüber mit der ganzen Welt zu kommunizieren, wo ich gerade bin und was ich mache. Im Gegenteil, ich bevorzuge es, meine Ruhe zu haben und mich zurückziehen zu können. Ich finde das ganz wichtig und ganz schön. Deswegen klare Antwort, nein. Sophie hört die Welt, sehr auch ein schöner Name, fragt, haben Sie schon gemeinsame Szenen mit Julia Jäger in Leipzig gehabt und wenn ja, wie war es? Weil ich sie beide auch aus Donna Leon kenne. Ja, ist das nicht toll? Jetzt sind wir beide hier. Ich habe mich so gefreut, als ich hörte, dass Julia die neue Liebe an der Seite von Roland wird. Und wir haben... Nö, wir haben keine gemeinsamen Szenen. Wir haben uns mal getroffen, so beim Drehen auf dem Gang und natürlich bei Veranstaltungen jenseits dann der Dreharbeiten. Aber nee, die beiden Figuren sind sich im Film, soweit ich mich erinnere, noch nicht über den Weg gelaufen. Kann ja noch kommen. Eva würde gerne wissen, wie sind Sie zur Schauspielerei gekommen und was macht Ihnen an Ihrem Beruf besonders Freude? Also zur Schauspielerei bin ich gekommen, ungewollt und durch einen Zufall, kann man so sagen. Ich war 13 Jahre alt und das war 2 Jahre nach der Wende in Berlin. Und es wurde überall gebaut und gehämmert und gemacht und getan und es gab ein Vorsprechen für einen Kinderfilm. Und zu diesem... sollte ich eigentlich kommen, um meinen kleinen Bruder, der da eben eingeladen war, abzuholen. Und ich habe mich verlaufen da am Hackischen Markt in Berlin. Wurde so viel, wie gesagt, gebaut und man konnte nicht richtig erkennen, wo irgendwie das alles wirklich stattfindet. Und ich bin in ein Vorsprechen geraten für ältere Kinder, habe das aber gar nicht gleich realisiert und wurde dann von dem Regieassistenten eingeladen, mich doch mal mit vorzustellen. Und weil ich, glaube ich, so desinteressiert wirkte in dieser Runde von teilweise sehr ambitionierten Kindern und ihren Eltern, hat der Regisseur sich für mich ja, begonnen zu interessieren und meinte, er würde mich gerne nochmal sehen und nochmal sehen und dann musste ich auch irgendwann vorspielen und letztlich hatte ich dann für einen Film, der sogar als Tatort konzipiert war, dann die Hauptrolle, also die Kinderhauptrolle. Nach, ich glaube, aus 1000 Mädchen haben sie mich dann ausgesucht. Das war ziemlich verrückt und mein Bruder hat es nicht bekommen, wie das manchmal so ist. Ja, und damit ging das so los und damals gab es auch gar nicht so viele Mädels in meinem Alter. Also ich glaube, wir waren so zu dritt in der deutschen Fernsehlandschaft. Und dann hatte ich gut zu tun, habe aber nebenbei meine Schule gemacht und wollte ja eigentlich Gesang studieren oder Ärztin werden. Und so ging das dann immer weiter. Und dann kam das Theater dazu und
irgendwie hat mich der Beruf eher so hineingezogen und ich habe gar nicht so entschieden, dass ich den jetzt machen möchte. Ja, und besondere Freude habe ich, wenn ich in dem Beruf arbeite, eben daran, dass es immer neue Situationen gibt, neue Konstellationen. Ich neue Menschen kennenlernen darf und eben in neue Rollen schlüpfen und auch viel von der Welt sehe. Auch gerade durch meine Theaterengagements habe ich ganz Europa kennengelernt. Wenn man dann auf Gastspiel fährt, das ist toll. Und ja, und auch sowas, na klar, wie also Elettra 20 Jahre in Venedig immer zu drehen, ist ja ein Geschenk. Ist schön. Macht mir Spaß. Eva hat ganz viele Fragen gestellt. Sie möchte noch wissen, ob ich mich an ein lustiges Erlebnis am Set erinnere. Ja, es gibt gerade hier öfter lustige Sachen. Wenn wir uns doll versprechen oder wenn einer nach links abgeht, obwohl er nach rechts abgehen soll. Das gibt es bei allen Dreharbeiten. Aber hier ist es besonders lustig, finde ich, weil wir ja dieses medizinische Besteck noch haben und auch diese medizinischen Fachbegriffe. Und wenn man sich da verhaspelt, kann das schon sehr erheiternd sein, auch für die Kollegen. Genau, was ich gerne nochmal spielen würde, habe ich ja schon gesagt. So, Matthias fragt, welche Rollen würden Sie auf keinen Fall übernehmen? Und wie viel von Annette Renneberg steckt in Dr. Weber? Auf keinen Fall übernehmen? Das ist eine sehr schöne Frage, finde ich, aber also weil Sie auf keinen Fall übernehmen. Ich glaube, gar keine. Also kann ich so jetzt gar nicht sagen. Es hinge immer vom Buch ab, ja, ob der Text stark ist. Aber ich würde jetzt aus moralischen Gründen erstmal per se nichts ausschließen, falls Sie das meinen, Matthias. Und wie viel von mir selbst in Dr. Weber steckt? Naja, also die Empathie zum Beispiel, das war mir auch wichtig. So haben wir das auch besprochen, als wir die Rolle dann angelegt haben mit der Produktion. Habe ich gesagt, ich würde gerne eine empathische, fürsorgliche Ärztin spielen, die ja, sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, aber trotzdem den Patienten eben mit Wärme entgegentritt. Das ist so das. Und da steckt, glaube ich, viel von mir drin. Ich versuche auch immer, den Menschen mit Wärme entgegenzutreten. Moiko möchte wissen, tun Sie sich manchmal schwer, die ärztlichen Fachbegriffe auszusprechen, beziehungsweise wie oft müssen Sie die Wörter wiederholen, um den Fachbegriff richtig für den Dreh aussprechen zu können? Ja, tatsächlich gibt es schwere, also medizinische Fachbegriffe, fällt mir jetzt gerade noch einer ein. Nö, aber das liegt mir eigentlich ganz gut, Text auswendig lernen sowieso. Und diese medizinischen Fachbegriffe empfinde ich, deswegen, also macht es mir auch besondere Freude, hier jetzt zu arbeiten. Das ist eine große Herausforderung. Also ich spiele da so mit mir selber, dass ich es wieder besonders flüssig hinkriege und eigentlich klappt es auch ganz gut. Also das ist wie eine Fremdsprache ja letztlich und ich finde das schön, auch diese Konferenzszenen, wo wir dann vor den Kollegen referieren als Ärzte. Ich finde das gut. Das ist so ein kleiner Kitzel und das ist eben eine sehr abwechslungsreiche Rolle. Das ist schön. Du hast diesen Kontakt mit den Patienten, du hast den Kontakt mit den Kollegen, du hast die private Schiene deiner Figur. Das ist alles, das ist sehr vielfältig und nicht einseitig und deshalb sehr schön. Und ich muss eigentlich nicht so viel üben oder das wiederholen, würde ich sagen. Das geht eigentlich ganz flüssig. Jenny fragt, wie fanden Sie das Fanfest? Und waren Ihnen die Menschenmengen beim Fanfest zu viel? Also tatsächlich, liebe Jenny, hatte ich ganz schön Bammel vor dem Fanfest. Weil ich eben darauf vorbereitet wurde, dass da extrem viele Leute sind und eben auch ganz nah. Ich kenne das ja von Lesungen oder von Theaterauftritten, aber da ist es natürlich so, wir Schauspieler sind auf der Bühne und das Publikum ist weiter weg und es gibt diese Berührung nicht. Ne? Man sieht sich nur, aber das ist es dann auch. Und da hatte ich schon so, weil ich eben auch gerne mich eher auch gerne zurückziehe, habe ich schon gedacht, oh, das kann brenzlig werden. Und zu meiner Überraschung und auch Freude war es das überhaupt nicht. Also es war lustig, schön. Es war ein richtig, nicht unanstrengender Tag, weil es einfach lang war und natürlich viele Kontakte und viel Gequatsche und so, aber es war nett. Also meine Ängste, so klein waren die ja nur, aber haben sich überhaupt nicht bewahrheitet. Und ich freue mich schon auf das nächste Fanfest. Wann ist denn das dann eigentlich? Silvana fragt, was ist Ihr Lieblingsurlaubsziel?
Ach, liebe Silvana, es gibt total viele Dinge, die ich noch nie bereist habe und wo ich gerne hin möchte. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich zwei Sachen nennen, wenn ich das kann. Skandinavien und England. Und ich glaube, England würde noch vorne liegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht war ich in einem Vorleben mal Engländerin. Ich fühle mich wahnsinnig dahin gezogen, zu der Landschaft, zu der Sprache, zu dem Lebensstil, zu dem Ganzen. Das gefällt mir gut. Also, England. Alvin Spinnenbein, sehr toller Name, fragt, sind Sie eher der Hunde- oder der Katzentyp? Muss man sich da entscheiden? Ich bin der Tiertyp, würde ich sagen. Also ich lebe ja auf einem Bauernhof in Mecklenburg und wir haben derzeit viele Schafe, viele Hühner, einige Gänse. Bald kommen Katzen zu uns, aber der Hund ist auch also in Planung. Ist immer eine Zeitfrage. Kinder habe ich ja auch noch. ich mag Tiere. Ein Pferd hätte ich auch gern wieder, aber das geht im Moment wirklich zeitlich nicht. Dafür bin ich zu viel unterwegs. Und bei Hunde und Katzen, ja, ich verstehe das immer gar nicht. Ich weiß, es wird so eingeteilt, ne, in der Welt. Entweder man ist das eine oder das andere. Nö, ich bin beides. Markus möchte wissen, lieber Absatzschuhe oder Ballerinas? Ha, tolle Frage. Ja, war schon als Kind bei mir so, dass ich Bauernmädchen sein wollte, barfuß und Prinzessin oder Ballerina. Und das ist natürlich toll als Schauspielerin. Insofern kann ich da auch nur sagen, ich mag mich überhaupt nicht entscheiden. Die Verbindung von beiden, das ist genau das, weshalb ich das Leben so toll finde. Dass ich den einen Tag Ballerinas oder barfuß oder irgendwie, also in Ballerinas oder barfuß durchs Leben gehen kann oder in Clogs oder ich ja auch sehr viel in Gummistiefeln oder in mistverschmierten Schuhen, die ich dann immer reinigen muss, aufwendig. Und abends gehe ich dann vielleicht auf irgendeine Veranstaltung, die mit ja, meinem Beruf zu tun hat, irgendwas mit ja, aus der Medienlandschaft oder ich gehe auch gerne ins Theater oder in die Oper. Und da ziehe ich dann natürlich Absatzschuhe an. Ist doch toll, dass man beides machen kann. Franzi möchte wissen, was schätzen Sie an Menschen und was nicht? Ich schätze an Menschen sehr eine Klarheit und eine Ehrlichkeit. Ich kann gar nicht gut damit umgehen, wenn, ja, wenn Leute Schwierigkeiten haben, sich klar zu verhalten und sich klar zu äußern. Also wenn das so wischiwaschi und so und da kriege ich selber dann irgendwie Klopse im Bauch, das mag ich überhaupt nicht. Also ich bin immer dafür, dass man, ja, dass man offen miteinander und ehrlich umgeht und auch Dinge anspricht. Ich bin da sehr empfindlich und sehr empfänglich. Also ich spüre dann sehr stark, wenn da irgendwie komische Stimmungen sind und das kann ich echt schwer aushalten. Also das ist mir wichtig. Und natürlich eine Freundlichkeit und eine Höflichkeit, ganz klar. Ist auch wichtig. Sonst kann man nicht gut miteinander leben. Dani fragt, lieber Annette, haben Sie ein Entspannungsritual, um abzuschalten und den Stress auszublenden? Ja. Also es hat entweder mit der Natur zu tun, dass ich dann irgendwie einen Spaziergang mache. Oder Gartenarbeit, also mit meinen Blumenpflanzen so, das ist ganz toll. Oder aber die Badewanne, ganz klassisch. Badewanne und Stille. Es ist nicht so leicht mit meinen beiden wilden Jungs da zu Hause, aber also ich sag's mal so: Der ideale Entspannungsmoment würde damit beginnen, dass ich einen Waldlauf mache, der nicht zu lange dauert. Schön tief einatme, die gute Luft. Danach so eine Stunde mich um irgendeins meiner Beete kümmere. Dann, wenn die Hände so richtig schön verdreckt sind, noch irgendwie die Hühner füttere, mich mit den Gänsen unterhalte, einmal bei den Schafen vorbeigucke, die Kätzchen streichle, die ja bald kommen und vielleicht auch dann irgendwann eine Runde mit dem Hund gehe, wobei der wäre ja beim Waldlauf dann dabei. Und danach würde ich nach so getaner Arbeit, würde ich mich dann in der Wanne entspannen und wäre danach auch sauber und frisch. Und dann würde ich mir wahrscheinlich noch irgendeinen schönen alten Film angucken. Mit Erdbeereis auf dem Sofa. Und wenn ich darüber nur rede, werde ich schon ganz entspannt. Danke, Danny. Das war's. Schon vorbei. Tata!